Langsam geht es auch mit den Halsschmerzen. Ist nicht mehr ganz so schlimm. Also der Auflauf sieht auf jeden Fall, da bin ich mal gespannt. Ich kann meinen Teller rausholen. Ja. Der Kuchen wird auch gehen, denke ich mal. Was ist das Problem ist, wenn der dann auseinanderfällt, ne? Ich hoffe natürlich nicht, dass der auseinanderfällt. Vielleicht wird er ja noch im Kühlschrank genug fest. Hallo Fatik! Na mein Fatik. Hallo Marlon! War Marlon auch schon lange nicht mehr da gewesen. Er kennt natürlich die Namen, ne? Kuchenteig-Verschirmesser. Wusste nicht, wie das heißt. Grün-Weiß? Was meinst du, Bunny? Ah, ihr mit eurem Fußball. Das gute Steakmesser? Nee, das ist ein normales Messer, aber es schneidet. Aber sowas von top. Da muss ich mal sagen, WMF ist eine gute Marke. Och, da ist schon wieder die Werbung. Eifersüchtig auf den Kuchen. Sieht anders aus, ja, aber ist ja egal. Moin, Oliver. Ja, wenn ich fertig bin, sieht es meistens so aus. Und da ich vorher auch nicht sauber gemacht habe, die Küche wird heute Grundreinigung der Küche gemacht. Weil, nach dem Stream auf jeden Fall. Also ich mache ja nicht vorher sauber, wenn ich dann auch sowieso wieder alles einsaue. Also nachher machen wir die Küche richtig wieder fresh. Messihaft? Nö, ich würde eher sagen, kein Platz. So viel steht auch nicht in meiner Küche. Meine Küche ist sehr klein, wie ihr seht, ne? Ich habe meine 1, 2, 3, 4, 5 Küchengeräte und das war's. Meine Gewürze und so weiter, meine Tees und Cornflakes, das war's. Aber jeder wie denn sein, ne? Ja, du kommst auch zum Ende, Oliver. Wo wir jetzt gleich den Auflauf mal verkosten werden. Ich kann schon mal den Ofen ausstellen. Oh, weil oben auf dem Paprika ist schon angebrannt. Hey, das ist nicht so gut. Meine Küche ist sauber. Nur nicht nach dem Kochen. Aber es kommen ja immer wieder Leute in den Stream, die sagen, oh, deine Küche sieht dreckig aus und kommt zum Ende, wenn man schon fertig ist. Also, nee, musst du ja auch nicht. Du musst auch nicht zusehen, Oliver. Kannst auch gehen. Wenn dir meine Küche nicht sauber genug ist. Anders, Mann, ist alles gut. Ich habe mich gedacht, dass ich ein bisschen, ich habe ein bisschen zu doll aufgedreht, den Auflauf. Das ist ein bisschen oben jetzt verbrannt. Da ärgere ich mich gerade mehr drüber. Es geht noch, es geht noch. Aber ey, Alter, was für ein Bombending. Der muss schmecken, Alter. Wenn der nicht schmeckt, ne? Ich zeige euch den mal. Oh, der sieht geil aus. Außer natürlich das Verbrannte. Aber so der Rest sieht gut aus. Ich mal sagen. Das sagt Tutti natürlich auch, ne? Die schaut schon noch in die Ecke rein. Der Ofen müssen wir ein bisschen offen lassen. Sonst das ganze Wasser noch. Kondenswasser nennt man das. Ne? Dann nehme ich jetzt. Ich nehme jetzt mal die Paprika mit den Gurken, weil ich ja wissen möchte, wie die schmeckt und ich das Holger nicht antun. Ich weiß noch nicht, wie ich das da rausholen soll. So viele Küchen.
Mal gucken, ob ich das so rauskriege, ohne Lust zu vergewaltigen hier. Oh, das mit dem Speck, mit dem Bacon sieht auch gut aus. Mm. Oh, oh, oh. Na, die wird umfallen, ja. Okay. Also die steht jetzt nicht mehr. Okay, ist aber auch nicht so schlimm. Nehmen wir natürlich jetzt noch mal ein paar Bacon-Kartoffeln raus. Die wird Holger sowieso auch nicht essen, weil er versucht, Fleisch zu vermeiden. Er kann dann mehr Gemüse haben. Boah, sieht das lecker aus. Ich hoffe, das schmeckt auch. Aber das reicht schon wieder für mich für den ganzen Tag, ey. So viel will ich sowieso nicht essen. Deswegen habe ich ihm auch gesagt, ich sage, kannst du nachher gerne wiederkommen. Das wird, da wird 100% was übrig bleiben. Ja, sieht die Paprika natürlich ein bisschen matschig aus. Aber die hält jetzt so nicht. Ist ja auch ehrlich gesagt egal, wie sie aussieht. Hauptsache es schmeckt. Guck mal, ob es schmeckt. Das ist eine Käsepampe. Bleibt mehr für uns. Da mal ein bisschen angebrannt ist. Ja, ich habe ja auch nicht gesagt, dass das... Ach so, weil mal ein bisschen angebrannt ist, wird das ganze Essen weggeschmissen. Oh Gott, also so eine peinlichen Aussagen. Ich glaube, du solltest dich mal woanders umschauen, an anderen Streams. Aber nicht bei mir. Das ist schon peinlich, sowas zu sagen. Also, was angebrannt ist, ist klar, krebserregend. Aber was ist nicht krebserregend in unserer heutigen Gesellschaft? So. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich möchte natürlich jetzt eine Bacon-Kartoffel als erstes essen. Ich hab Bock auf Bacon. Oh, schön so krustig, ey. Jetzt mache ich euch mal ein bisschen neidisch hier. Mit dem Käse. Käse und Bacon geht einfach immer, ne? Dankeschön, Jörn. Ja, genau, lösch mich. Du hast mir noch nicht mal gefollowt. Ich weiß gar nicht, was du mich verschmutzt. Dankeschön, Mana. Leute, hört mal auf jetzt. Ist gut. Oliver kriegt ein, ich sag mal, Oliver kriegt ein 8-Stunden-Timeout und kann sich dann überlegen, ob er nochmal Bock hat, bei mir vorbeizuschauen. Machen wir so. Wir müssen nicht gleich fies werden. Wenn einer fies wird, dann bin ich. Oh, aber die Bacon-Kartoffel, also da muss ich ganz ehrlich sagen, also muss ich groß, ne? Mit ein bisschen dem Cheddar-Käse und auch ein paar Erbsen hier habe ich noch mit dabei. Alter, das ist ultra lecker. Also das kann man noch mal wieder machen, ey. Die Paprika, da träume ich mir noch gar nicht so dran gerade. Aber, oh, das heißt, neues Ort. Jerry, wie passt das? Das machen wir ein bisschen Eis hier rein. Das war jetzt mit vollem und grünem alles. Hi. Ihr wisst doch Bescheid. Es gibt immer einen, der im Stream anfängt zu labern. Das ist doch nichts Neues. Weil dazu muss ich was Kaltes trinken und nicht irgendeinen warmen Tee oder so. Boah, diese Schleichwerbung wie immer. Risa, ja, also diese, ja, ihr müsst ja trotzdem nicht gleich ausflippen. Ist doch alles gut. Also die Bacon-Kartoffel, ja, da kann ich schon mal sagen, wie schmeckt. Und jetzt werden wir gleich die Paprika versuchen. Das schmeckt gut. Also fürs so als, als Info für alle, also man kann
Ganz einfach finde ich, diese Bacon-Kartoffeln machen mit ein bisschen Gemüse als Auflauf schmeckt Porno. Also da muss ich echt sagen, das schmeckt echt gut. Hätte ich nicht gedacht. So, dann probieren wir jetzt mal die Paprika. Die ist natürlich ein bisschen von der Konsistenz her, wie Jörn gesagt hat, natürlich ein bisschen nicht ganz so weich, aber für mich in Ordnung. Ich kann damit leben.